Moin! Heute bläst der Wind ordentlich. Heißt, wir sind im Ahoi-Land. Genauer gesagt, wir sind in der Nähe vom Ratzeburger See. Mein Blog heißt ja Twike Ahoi. Und man kann unschwer erkennen, eigentlich geht es die ganze Zeit um das Ding hier. Aber was ist das Ding eigentlich? Das Ding ist das Twike. Und das Twike stelle ich euch heute mal etwas genauer vor. So, da ist es nun, das Twike. Genauer gesagt, das Twike 3. Das Twike 3 ist eine Entwicklung aus der Schweiz. So ungefähr Ende der 80er haben dort ein paar Studenten dieses Auto als Prototypen entwickelt. Und dann wurde Mitte der 90er die Serienproduktion nach einigem Hin und Her aufgenommen. Und bis heute, 2019, existieren über 1000 dieser Fahrzeuge. Das zum geschichtlichen Kurzabriss. Der Name Twike kommt übrigens aus einer kleinen Abkürzung. Nämlich Twin Bike. Twin Bike, wie man unschwer erkennen kann, steht im Grunde genommen für nichts anderes als Zwillingsfahrrad. Soll heißen, dass hier zwei Leute die Möglichkeit haben, mit Pedalantrieb den Akku hinten zu unterstützen. Das ist aber noch nicht alles. Denn nicht nur der Pedalantrieb macht dieses Twike, dieses Fahrzeug, so einmalig, sondern eigentlich das ganze Fahrgefühl. Es ist ja nicht so, dass man hier so einfach von der Seite einsteigt und sich in einem PKW befindet, sondern man sitzt im Grunde genommen halbwegs auf der Straße und fährt mit 80 Sachen durch die Landschaft. Und das Ganze mit einem irrsinnig schönen Ausblick. Die Windschutzscheibe, die ist massiv. Na, da passiert nichts. Aber hier an der Seite, hier kann man es gut sehen, kann man die Fenster und sogar theoretisch den ganzen Verschlag rausnehmen. Und da hat man ein perfektes Cabrio für die Sommertage. Nochmal zum Twin Bike. Beziehungsweise zu den Pedalantrieben. Das ist immer so ein Fehlgedanke, wenn die Leute, die dieses Ding nicht kennen, das erste Mal sehen. Denn man muss gar nicht so unbedingt mittreten. Man kann, das ist der Reiz des Fahrzeugs, man muss aber nicht. Kommen wir mal zu dem Knüppel hier in der Mitte. Hier gibt es einen Blinker. Wichtig für den Straßenverkehr. Gerade blinkt das Fahrzeug auch. Ich habe es mal in den Warnblinkmodus gestellt. Dieser Knüppel kann aber noch mehr. Er ist nicht nur die Lenkstange, sondern auch noch das Gas- und Bremspedal. Hier hinten gibt es nämlich zwei Knöpfe. Betätigt man den oberen der beiden Knöpfe, wird das Fahrzeug schneller. Es kann in zwei Stufen beschleunigen. Und jetzt kommt der Clou. Auch etwas Besonderes, was das Twike von der ersten Generation an konnte. Der untere Knopf ist zum Bremsen. Oder vielmehr zum Rekuperieren. Rekuperieren heißt nichts anderes, als dass die Bremsenergie wieder zurück in die Akkus eingespeist wird. Man verliert also beim Bremsen quasi praktisch keine Energie. Außer die Reibungsenergie auf der Straße und vielleicht ein bisschen Wärmeenergie. Aber das meiste, was bei konventionellen Bremsen verloren geht, nämlich durch Wärme, durch Reibung, wird hier wieder in elektrische Energie umgewandelt und in die Akkus zurück eingespeist. Somit ist der Verbrauch natürlich äußerst gering. Es gibt aber noch einen zweiten Knüppel, der befindet sich links vom Fahrer. Ich habe den Knüppel jetzt gerade umgelegt, denn wenn ich ihn nach oben klappen würde, würde mir das Fahrzeug wegrollen. Das ist nämlich die Handbremse. Überhaupt ist das Fahrzeug mit drei verschiedenen Bremsen ausgestattet. Die Rekuperation am Hebel haben wir ja schon erläutert. Dann gibt es die Handbremse hier. Und zu guter Letzt kann man mit den Pedalen auch zurücktreten. Also quasi eine klassische Rücktrittbremse wie am Fahrrad. Die braucht man auch zum Anfahren. Der Knüppel kann aber noch mehr. Der hat zum einen ein Fernlicht. Dann hier oben den Scheibenwischer. Und zu guter Letzt die Hupe. Und jetzt wird's laut. Ich mach's nur kurz. Gerade weil man hier so nah an der Front sitzt, ist die Hupe entsprechend laut. Aua. Zu guter Letzt gibt es hier noch eine Gangschaltung. Klassisch, wie man sie vom Fahrrad kennt. Die hat mit dem Motor hinten eigentlich überhaupt nichts zu tun. Die ist nur dafür da, den Drehmoment des Pedalantriebs entsprechend zu regulieren. Also, anders gesagt, die Trittfrequenz wird geringer, je höher man schaltet. Ändert aber nichts an der Umsetzung hinten. Apropos hinten. Ja, hinten sieht man so gut wie gar nichts. Außer das Nummernschild und, naja, so ein bisschen, was da sonst so hingehört. Aber hinten versteckt sich die ganze Magie des Twikes. Nämlich zum einen die Akkus und natürlich der Motor. Das Schöne am Twike ist, es ist ein Ultraleichtfahrzeug. Das Fahrzeug hier wiegt keine 300 Kilo leer. Wenn man das jetzt mal hochrechnet auf ein Tesla Modell S, dann ist das so knapp ein Achtel oder ein Neuntel von dem, was ein Tesla wiegt. Man kann also grob sagen, die Energie, die man hier in die Akkus einspeist, die brauchen nur 300 Kilo bewegen und nicht wie bei einem Tesla ungefähr 2,5 Tonnen. Soll heißen, dass natürlich auch der Verbrauch hier besonders gering ist. Wenn man das Twike einmal volllädt, das Twike 3 in diesem Fall, dann verbraucht man ungefähr 6 Kilowattstunden Strom. Bei einem Preis von 30 Cent liegen wir hier bei einem ungefähren Preis von 1,80 Euro. Und für 1,80 Euro komme ich knapp 100 Kilometer weit. Zu guter Letzt gibt es hier in der Mitte noch ein Bedienfeld. Hier haben wir eigentlich alles, was wir noch für das Twike brauchen. Licht, Nebelrückschlussleuchte, den Warnblinker, eine Scheibenheizung für den Winter und die Zündung. Zündung im klassischen Sinne. Könnte jetzt auch Ein- und Ausschalter sagen. Und hier unten noch ganz viele Knöpfchen und ein Display.
Hier erfahre ich meine Reichweite, die Geschwindigkeit, die ich gerade fahre, die aktuelle Voltzahl des Akkus, Temperatur der Akkus und eine kumulierte Reichweite. Ansonsten ist die Ausstattung dieses Twikes eigentlich recht standardmäßig. Kein großer technischer Schnickschnack, der irgendwie kaputt gehen kann, alles recht zweckmäßig und funktional. Aber zum Fahren reicht's und das ist das Wichtigste. Denn mit dem Ding zu fahren macht echt viel, viel Spaß und ist ein völlig anderes Erlebnis, als wie man es vom Autofahren kennt. Bevor ich gleich auf eine kleine Runde gehe, vielleicht noch ein kleiner historischer Abriss. Hier an der Seite an diesem Twike, das ist das Vorführfahrzeug, befinden sich einige Meilensteine in der Geschichte des Twikes. Und wichtig ist eigentlich dieser Punkt hier, 2010, der X-Prize. Für diesen X-Prize hat die Fine Mobile GmbH, das ist die Firma, die das Twike baut, das liegt in der Nähe von Marburg in Rosenthal, das Twike 4 gebaut. Twike 4 heißt es eigentlich nur deshalb, weil es damals Twike 4 X-Prize genannt wurde. Und aus diesem Twike 4 X-Prize hat sich dann das Twike 4 gebildet. Ich habe hier gerade mal einen Flyer, wo man die drei Modelle eigentlich ganz gut sehen kann. Moment, drei Modelle? Ich habe doch die ganze Zeit von zweien gesprochen. Theoretisch reden wir aktuell von diesem hier, dem Twike 3. Dieses Fahrzeug wurde Ende der 80er entwickelt und in dieser jetzigen Form seit Mitte der 90er in Rosenthal bei der Fine Mobile GmbH produziert. Und für den X-Prize haben die Jungs aus Rosenthal das hier entwickelt. Eigentlich im Grunde genommen eine Erweiterung von dem Twike 3 hier. Da hat man aber gemerkt, dass man das Twike 3 im Grunde genommen mal weiterentwickeln kann. Und hat dann entschlossen, aus dem Twike 4 das Twike 5 zu entwickeln. Zwar mit Hilfe eines Crowdfundings. Man hat also 2 Millionen Anzahlung und 200 Vorbestellungen als Limit gesetzt. Und wenn diese erreicht sind, fängt die Fine Mobile GmbH an, das Twike 5 zu produzieren. Aktuell, Stand Juli 2019. Da muss ich mal ganz kurz eingreifen. Es ist inzwischen Oktober 2019. Und ich schneide gerade dieses Video zusammen. Und die Fine Mobile GmbH hat ihr Ziel inzwischen erreicht. Und zwar Ende August sind die 2 Millionen zusammengekommen und auch über 700 Vorbestellungen. Mit anderen Worten, die Firma rechnet damit, im Februar, März 2020 die ersten Twike 5 auszuliefern. Aber nun zurück zu ihm hier, zum Twike 3 und einer kleinen Ausfahrt. Los geht's! Ein kleiner Nachtrag noch zum Ende. Dieses Twike Ahoy Video ist wahrscheinlich das letzte mit dem Twike 3. Denn das bringe ich morgen wieder zurück nach Rosenthal zur Fine Mobile GmbH. Und ich hoffe, das nächste Video wird dann das erste mit meinem Twike 5. Daumen drücken. Ich freue mich schon.